Hi, ich bin Lisa Althoff und gebe ab sofort Kochkurse bei der VHS Lengerich in Lattbergen. Wir kochen heute zusammen Bandnudeln mit ganz viel frischem Gemüse, Paprika, Zucchini, Kaiserschoten und machen dazu ein frisches Tomatenpesto. Wir machen als erstes die Tomatenpesto. Dafür brauchen wir ein Gefäß, wo wir alles reingeben. Für eine Tomatenpesto nehmen wir getrocknete Tomaten, am besten schon im Sud drin und nicht ganz getrocknet, um einfach schon Flüssigkeit an der Pesto zu haben. Dazu brauchen wir Walnüsse, Salz, Pfeffer, Parmesankäse, Olivenöl und ganz viel Basilikum. Mit der Pesto, die wir jetzt erstmal zur Seite stellen, wenn die zur Seite ist, ist schon fertig. Dann schneiden wir gleich das Gemüse und braten es in der Pfanne an und haben parallel das Nudelwasser schon aufgestellt, damit wir gleich die Bandnudeln kochen können. Mach jetzt schon ein bisschen Salz drauf, einfach damit das Gemüse den eigentlichen Saft von sich so austritt und wir noch ein bisschen intensiveren Geschmack vom Gemüse bekommen. Deswegen gibt es jetzt schon Salz drauf. Die Bandnudeln, die Pesto ist fertig, das Gemüse ist fertig. Wir fangen als erstes mit den Nudeln an. Einfach wunderschön zwei Gabeln nehmen, die frisch abgeschreckt, also die Nudeln nicht abschrecken, weil dann werden sie matschig und so ein bisschen pampig. Ich habe sie jetzt nur abgegossen bzw. aus dem Wasser geholt. Richte sie sofort wunderschön auf den Teller an. Einmal so in der Mitte so ein schönes Häufchen. Dann kommt unser Gemüse dazu. Wird auch jetzt direkt oben drüber gemacht. Ich mische das jetzt bewusst nicht sofort mit den Nudeln, einfach damit wir die Farbe auch schön haben, es gut aussieht. Dann kommt unsere Pesto dazu. Eine schöne Nocke drauf. Oben drauf. So dass man jetzt gleich auf dem Teller ist. Wunderschön essen kann. Wer es noch macht? Ich habe jetzt Feta dazu genommen, man kann Parmesan drüber reiben oder man nimmt einfach ein Stückchen Feta, nimmt sich das in die Hände ohne viel Schnickschnack, reibt ein bisschen Feta oben drüber und dann ist das schnelle Essen wunderbar fertig.